Ihr Lieben, ich bin Nicolette von Yoga Vibes und ich darf euch jetzt eine Position zeigen, wie ihr abends besseren Schlaf findet. Wir gehen jetzt in eine Drehung für die Wirbelsäule. Das ist so der längste oder die längste Linie, die wir haben in unserem Körper. Gerade wenn du den ganzen Tag sitzt, kommen hier super viele Verspannungen. Dein unterer Rücken wird ganz kurz, deine Schultern fallen möglichst nach vorne. Und mit dieser nächsten Übung hast du so eine kleine Übung, um deine Wirbelsäule auszufringen. Es hat eine Detox-Wirkung auf deinen Körper. Du stimulierst dein Nervensystem und die Spannungen vom Tag können komplett abfließen. Du kommst auch wieder auf deinen Rücken, ziehst dich hier ganz einfach, legst dich nach hinten ab, bringst dann hier deine Füße hinter deine Hüfte. Ungefähr so, dass du mit deinen Fingerspitzen deine Fersen berühren könntest. Schau jetzt, dass du deine Arme auf Schulterpartiehöhe nach außen legst. Deine Hände oder deine Handflächen zeigen nach oben. Schieb dann hier in deine Füße, heb deine Hüfte nach oben und platziere sie so einen kleinen Ticken weiter auf die rechte Seite. Lass jetzt hier deine Knie langsam zusammen auf die linke Seite sinken. Gerne so, dass die Knie auf dem Level mit deiner Hüfte sind. Und dann drehst du den Kopf mit in die andere Richtung und schließt dann hier deine Augen. Deine Knie liegen auf der linken Seite und dein Kopf dreht sich über die rechte Schulter. Und dann erlaub auch hier, deinen Oberschenkelmuskeln komplett loszulassen. Erlaub deiner Wirbelsäule, sich immer weiter zu drehen. Und deine rechten Schulter langsam wieder zurück zur Matte zu sinken, nach unten. Atme dann auch hier 10 tiefe Atemzüge in deine rechte Flankenseite ein und aus. Deinem 10. Atemzug. Dreh deinen Kopf langsam wieder zurück nach oben in die Mitte. Bring deine Knie zurück nach oben und schau mal, dass du deine Hüfte langsam wieder zurück in eine Linie mit deiner Wirbelsäule bringst. Gerne deine Füße für einen Moment mattenbreit auseinander. Lass die Knie ineinander sinken und spür hier nach. Wir gehen hier noch in die andere Seite. Bring langsam deine Füße wieder zurück unter deine Knie. Schieb jetzt in deine Füße, heb deine Hüfte ein Stück weiter auf die linke Seite. Lass dann deine Knie zusammen auf die rechte Seite sinken. Schau mal, dass auch hier deine Knie wirklich auf einem Level mit deiner Hüfte sind. Und dreh deinen Kopf über die linke Schulter. Atme dann auch hier 10 tiefe Atemzüge in deine linke Flankenseite ein und aus.
Nach deinem 10. Atemzug auf dieser Seite, dreh dann auch hier deinen Kopf langsam wieder zurück nach oben in die Mitte. Zieh deine Knie wieder zurück nach oben. Bring auch hier deine Hüfte wieder in eine Linie mit deiner Wirbelsäule. Spür hier für einen Moment nach. Wenn du magst, kannst du die Füße wieder auseinanderlaufen und die Knie zusammensinken lassen. Um dich hier wieder in eine aufrechte Sitzposition zu bringen, komm auf deiner rechten Seite zum Liegen. Gerne immer noch mit geschlossenen Augen. Bring dich langsam wieder zurück nach oben. In deine Sitzposition. Und dann öffne hier deine Augen.